die eben doch noch von dem Begriff Liebe getriggert werden. Und ich habe mich natürlich vor der Arbeit auch schon damit beschäftigt und bin auch irgendwann über eine, ja, ich weiß gar nicht, ob es ein Post war, egal, auf jeden Fall darüber gestolpert, dass es im antiken Griechenland durchaus mehrere Begriffe für die Liebe gab. Das, wo wir zuerst immer dran denken, ist ja irgendwie die Liebe zu Partnern, also meiner Frau oder was andere mit ihrem Mann, wie auch immer haben, oder eben vielleicht auch am Anfang der Beziehung. Da sind wir im Deutschen vielleicht sogar noch ein bisschen trennscharf, dass wir eben sagen, ich habe die Liebe und ich habe das Verliebtsein. Das wären also jetzt so die beiden Begriffe bei den Griechen. Das will ich jetzt im Unternehmen nicht ausschließen. Das will ich nicht sagen, aber das ist jetzt das, wo ich nicht direkt dran denke im Unternehmen. Wenn man mit den Leuten diskutiert, die komisch gucken, dann fange ich immer erst an, das so zu entwickeln und sage, okay, wenn du jetzt bei Liebe an deine Frau denkst, sehe ich ein. Aber wenn du zum Beispiel an deine Eltern denkst, da sprichst du doch auch von Liebe. Ja, so, aber ist doch eine andere Form der Liebe, als du zu deiner Frau hast. Bei den meisten ist das so. Und da fängt es dann an, dass man schon sagt, okay, wir nutzen ein Wort, aber am Ende habe ich schon hier zwei bis drei Bedeutungen. Ich glaube, das Wort ist extrem clever gewählt, um Aufmerksamkeit sozusagen, für Aufmerksamkeit zu sorgen. Und die Botschaft dahinter ist ja klar. Liebe im nicht erotischen Sinn im Zweifelsfall ist ja das, was die Menschheit im Zweifelsfall am Leben hält und auch zusammenhält. Also genau deswegen ist das Genau. Beispiel der Familie total gut. Und jetzt kommen so Bereiche oder Formen der Liebe, wie sie im alten Griechenland verwendet wurden, die ich schon am ehesten auch im Unternehmen sehe. Und da ist zum Beispiel, wir haben das eben schon gesagt, die Selbstliebe. Also erst wenn ich mich selber liebe, kann ich genug nach außen geben. Aber auch eine freundschaftliche Liebe und eine der 12 Fragen von Gallup ist zum Beispiel, hast du einen Freund auf der Arbeit, also eine Bezugsperson? Dann vielleicht sicherlich auch das ein oder andere Mal, wenn es jetzt um Durststrecken im Unternehmen geht, dass es eher pragmatisch wird, dass man also sagt, es war mal toll, im Moment ist irgendwie doof mit, was weiß ich, sei es pandemiebedingt oder weil gerade die Wirtschaft in dem Bereich nicht gut ist oder weil vielleicht doch Verbrennungsmotoren nicht mehr so gebraucht werden. Dass man eben sagt, okay, jetzt ist gerade doof, ich muss in Kurzarbeit, ich habe es aber auch soweit erklärt bekommen, aber ich halte meinem Unternehmen die Treue. Ja, und das wäre jetzt eher so ein pragmatischer Ansatz. Und wir hatten diesen altruistischen Ansatz eben schon im Servant Leadership. Also wenn ich natürlich keine allgemeine Menschenliebe, keine Nächstenliebe habe, die Römer haben es dann Caritas genannt. Das ist also auch diese Grundhaltung allen Menschen gegenüber. Und wo man jetzt, ich hätte es wahrscheinlich schwarz-grün machen müssen, die Mania, also die Besessenheit, tendenziell eher negativ belegt und eher so Richtung Stalker. Aber ich finde gerade im Unternehmen oder auch gerade in neuen, jungen Unternehmen ist so ein bisschen Besessenheit auch gar nicht so verkehrt. Wie immer, es kommt auf die Dosis. Genau, und den Kontext. Genau. Ich habe es schon anklingen lassen, als Ingenieur bin ich vielleicht das ein oder andere Mal verkopft und ich habe jetzt bewusst auch die Diskussion, ist jetzt Liebe ein Gefühl, ist es eine Haltung, ist es eine Willenserklärung? Da will ich gar nicht so sehr drauf eingehen. Was mir nochmal geholfen hat beim Verständnis der Liebe, sind eben verschiedene Ausprägungen, verschiedene Dimensionen. Und die hat Bell Hooks in ihrem wunderbaren Buch All About Love definiert. Leider ist sie viel zu früh im letzten Jahr im Dezember gestorben. Aber das Buch hat sie zum Glück noch geschrieben und mir hat es eben sehr, sehr geholfen bei der Arbeit. Und allen voran ist Vertrauen. Also sie hat kein Ranking. Ich habe so ein bisschen mit abgefragt, wie wichtig hältst du die jeweilige Definition im Unternehmenskontext? Und da kam eigentlich bei allen Rückmeldungen unisono volle Punktzahl für Vertrauen. Also Vertrauen war wirklich allen wichtig. Einigen sogar so wichtig, dass sie statt der 5 6 Punkte gegeben haben.
Also das führt, und das ist so die im Unternehmenskontext von den Menschen, natürlich nicht repräsentativ, weil ich habe ja nicht quantitativ gesucht, aber das war schon mit Abstand die wichtigste Dimension. Respekt hatten wir eben schon im Kontext Toyota und Lean, aber eben Respekt Menschen gegenüber, das ist eben auch enorm wichtig. Verantwortung, auch das hatten wir eben schon, brauche ich glaube ich auch nicht mehr so viel zu sagen. Hingabe, da kann man jetzt über die Übersetzung streiten. Ich habe die übernommen, wie sie in der deutschen Version des Buchs auftaucht. Wie auch immer man Commitment übersetzt. Es drückt natürlich was aus, wie hänge ich mich da rein, welche Begeisterung, welche Leidenschaft zeige ich. Fürsorge ist sicherlich dann auch im Bereich Führung dann wieder wichtig, dass ich eben sage, ich kümmere mich um die Menschen in meiner Verantwortung. Und was von vielen so ein bisschen missverstanden wird, ist das Wissen. Also Wissen ist nicht Google, sondern sondern beim Wissen geht es eher darum, jetzt auf die Liebe bezogen und die menschliche Interaktion. Wer ist das? Wer ist dieser Mensch mir gegenüber? Was hat er für einen Hintergrund? Was haben wir für einen Hintergrund? Und wo hole ich sie ab, um sie zu entwickeln? Oder was bewegt ihn von zu Hause aus? Warum hat er jetzt schlechte Laune, obwohl auf der Arbeit alles gleich geblieben ist? All das ist eben auch im Kontext der Liebe wichtig, dass ich eben weiß, wer ist dieser Mensch, damit wir dann eben auf der menschlichen Ebene zusammenarbeiten können. Ich sage ja immer, es ist irgendwie das Ziel, zu sagen, nicht, das ist der Herr Müller aus der Buchhaltung, sondern das ist eben der Thomas, der auch Kakteen züchtet, so wie ich, der zufälligerweise in der Buchhaltung arbeitet.